Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rainbow Six Siege. Nur mit Lucky heute am Start, weil wenn du ins Bett muss um 1 Uhr nachts am Wochenende. Hallo Lucky. Alles klar, er sagt nichts. Ernst? Alles klar, Lucky redet nicht. Was ab damit? It's raining tacos. From out of the sky. Tacos. No need to ask. Was ist das? Ja, du redest ja nicht mit mir. Nein, redest du nicht. Ich rede doch mit dir, Mann. Woher kennst du eigentlich Ventoso? Ich rede mit dir. Einfach so random. Der ist gefunden. Ja. Tim. Lang. Den Raum sichern. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Oh, Schutzplatten. Kameraübertragung läuft. Nehme ich gerne. Schutzplatten einsetzen. AVS ist platziert und einsatzbereit. Die Drohne der Gegner hat Biogefahr. Das war die Twitch-Drohne. Ja. Was macht der? Ich platziere eine AVS. Zehn Sekunden. Kamera in Position. Noch 5 Sekunden. Die Drohne der Gegner hat den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Du wirst entdeckt, wenn du in dieser Zone bleibst. Vom Feind kontrollierte Zone betreten. Sofort verlassen. Du wurdest entdeckt. Ist klar von Glass. Wow, wow. Ah, er kommt von hinten. Was eine Missgeburt. Ah, genau. Wenn du in dieser Zone bleibst, wirst du von Feinden entdeckt. Dein Standort ist gefährdet. Ja, hä, hey, ich war doch schon lange weg. Du bist aufgeflogen. Ich hab's selbst gesehen. Letzter verbleibende Operator des eigenen Trupps. Wow. Eigener Trupp eliminiert. Ja, ein gutes Team zu finden. Ne? Das Team ist heutzutage schlecht. Ja, jetzt zeige ich dir, was ich bekommen habe. Ist eine Kopfbedeckung. Hä? Ich würde, das ist einfach so wie ein GTA, wenn so ein Hacker ist, das sind einfach Dino auf dem Kopf, was ja, Alter. In GTA 5 sind ja alle Hacker. Doch, ist schon, da gibt es keine Hacker mehr. Ich hab auch schon gehackt und. Kann mich das jetzt interessieren? Das interessiert da überhaupt keinen. Und dann hackt man ihm halt, oh ey, das Spiel ist 4 Jahre alt, das interessiert keinen. GTA 6 kommt in 2 Jahren raus. Und GTA 5 bekommt ja auch gar keine Updates mehr, deswegen ist es eh lang. Es ist fertig. Die sagen, es ist fertig. Gibt kein Spiel mehr. Gibt kein Update mehr. Kein Bock. Damit war es eigentlich auch. Noch 10 Sekunden. Einsatz in 5 Sekunden. Okay, geh halt komplett durch. Standort des Biogefahrgutbehälters unbekannt. Angriffserlaubnis erteilt.
Ich? Ja, ich bin hier oben. So auf dem Haus. Aufs Haus. Drohne bereit. Minenfahrgutbehälter lokalisiert. Guck mal, wie hässlich, Alter. Elektronikscanner aktiviert. Wenn es einfach ist, dann finde ich es. Selber getötet hat mit einer Granate. Ich scanne. Wachsam bleiben. Biobehälter gefunden. Die Drohne wurde eingesetzt. Den Behälter sichern. Wo war er? Wie weiß er das? Hä? Ich weiß, dass ich da um die Ecke komme. Was eigentlich? Feindliche Aktivitäten. Mit Sicherheitsbehälter sofort den Biobehälter. Lol, ich bin unter der Map. Ein Gegner verbleibt. Gegner neutralisiert, eigener Truppe erfolgreich. Wiederholung war unter der Map. Diese Runde nehme ich alle. Ich hab's gesehen. Aber nicht mit dieser Kacktarnung. Ja, schön, dass ich einfach mein Spiel raus hab. Hallo. Oh. Okay, gleich ein Fenstermodus. Mal Tarnung ändern. Schön Dia-Tarnung für 90.000. Normal alle, die keinen Season Pass haben, müssen 100.000 bezahlen. Yeah! 100.000 ansehen. Ich kann mich nicht bewegen. Warum nicht? Den Raum verbarrikadieren. Jetzt kann ich mich bewegen. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Das bemerkt kein Schwein. So. Warte, bessere Idee. Der Fußboden ist verstärkt. Setze Mine ein. Die Drohne der Gegner hat den Biogefahrgutbehälter gefunden. 10 Sekunden noch. Ein schneller Wurf. Und lass nur noch. Die Drohne der Gegner hat den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Zeit für ein paar Umbauten. Wohnen jetzt schon wieder. Ein schönes Souvenir von mir. Ist doch gut. LOL, ich hab aber auch kurz rausgeschossen, hab mich gegeben. Hab ich. So eine Granate eingesetzt. Und was ist denn hab ich für dich gemacht? Ehrlich, ihr kommt einfach rein. Sofort verlassen. Wechsle Magazin. Bei mir einfach schwarz wird auch immer. Einer ist auf dem Dach. Gleich geht's los. Da sind drei Leute. Ja, zwei. Drei. Du hast bloß zwei markiert. Also sind die alle da. Nummer noch. Ja, wow, du Fotze, Alter. Eine Schießengotte. Wenn du in dieser Zone bleibst. Alles klar. Ich find's immer so witzig, wie random einfach Leute immer die rauskicken wollen. In the bathroom. Right. Ja, wow, jetzt hört das. Was macht der? Auch noch nicht gesehen. Idiot. Ein Kämpfer des eigenen Trupps verbleibt.
Schieß den, tötet den von den Behälter. Junge, geh doch rein. Lol. Der Gegner versucht, schade. Mehr die Sicherung des Bio. Ja, kenn ich auch. Man tötet alle anderen, aber der letzte. Nur noch ein Gegner übrig. Eigener Trupp eliminiert. Mission gescheitert. Schöne Waffentarnung. Hat's. Schick, schick, schick. Sowas? Nee, Blackbeard ist. Ich weiß nicht, kann nicht mit dem im Moment. Nein, früher aber. Aber ich mag keinen Black Ops, ich mag kein COD mehr. Weil da einfach nur behinderte Vollidioten dieses Spiel spielen und immer alles nur fünfjährige Kinder und dazu habe ich keine Lust zu. Und die Spiele sind auch schlecht programmiert, außer Zombie-Modus zum Beispiel. Mag ich die nicht. Den Bio-Gefahr- Deswegen, ich spiele eher lieber Battlefield 1, weil da sind eher weniger Kinder, es sind mehr Erwachsene und auch Leute, die auch was im Kopf haben, und das Spiel sieht auch viel, viel, viel besser aus. Die lassen sich mehr Zeit, anstatt jedes Jahr immer ein neues COD rauszubringen, was eh kacke dann wieder aussieht. Call of Duty Ghost, Alter, Multiplayer, Alter, was ist das für ein Drecks? Oder Black Ops 3, Black Ops 2, Black Ops 1 sind die einzige, ist die einzige Reihe, die eigentlich ganz gut war. Und jetzt Advanced Warfare eben halt, haben die sich auch gut Zeit gelassen, aber ansonsten sind die anderen Bio-Gefahrgutbehälters unbekannt. Findet den Bio-Gefahrgutbehälter. Also Black Ops, sage ich immer, haben die schick gemacht. Wie weißt du das? Ja, hack halt noch mehr rein, Alter. Geil, ne? Wieder richtig geil, Alter. Ich verwende alles. Oh, der Typ. Was ist das für ein MG, Alter? Wo hat der nachgeladen? Hinter dir, du Idiot. Help me. Mehr HP. Help me, so. I'm down. Help me. Help me. You're a fucking idiot. Oh my God. Help me. Ich töte mich nicht, hast nicht zugehört? Mehr HP! So dumme Teammates, warum tötest du dich? Trotzdem bringst du dich so selber um, weil sie dich nicht holen. Wie viel Glück musst du haben, Alter, dass er dich so in den letzten paar Sekunden einfach holt. Wow, und der andere Typ wird nicht geholt, als ob. Wow. Ja, was macht er denn? Der Bio-Gefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Lol. Und hätte ich jetzt nicht gedacht. Wieder on Drax? Er bringt sich selber hoch. Weil er. Ja, Alter. Wo ist er? Lacht, er ist vorher gestorben. Die Treppe runtergefallen ist. Er geht einfach raus, ohne Ansehen zu nehmen. Offene. Komischer Typ. Schon gemerkt. Aber egal. Wir haben einmal Ghost bei Discord, wir haben Lucky Gamer, wir haben Corny, wir haben den englischen, wir haben heute einen englischen Typen bekommen und Ventus. Ja. Also wir sehen uns dann morgen,
sehen uns dann wieder in der nächsten Folge von Rainbow Six Siege. Ciao.